Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportfieber 2. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute werden wir die LKW-Station bauen. Dauert ja nicht, denke ich mal, lange. Und danach werden wir sehen, was uns erwartet. Ich drücke schon mal auf Play. Ich habe die Grafikeinstellung ein bisschen überarbeitet seit der letzten Folge. Zum Beispiel habe ich jetzt das Terrain da hinten, das fällt gar nicht auf Mittel gesetzt. Und die Schatten habe ich auf Mittel gesetzt, obwohl die immer noch sehr, sehr gut aussehen. Und ich habe keine Frame-Einbrüche mehr. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Ansonsten werden wir jetzt die LKW-Station bauen, was ja nicht so schwierig war. Das war hier und dann musste man hier und hier war irgendwo LKW. Das ist doch die LKW-Station. Die haben wir gesucht und die werden wir jetzt auch anbinden müssen. Nur ich weiß nicht genau. Warte mal, dann drehen wir nochmal ein bisschen zurück. Also mit den Tasten einstellen muss ich mich auch nochmal mit zurechtfinden oder beziehungsweise irgendwie was vornehmen, weil das N und M zu drehen finde ich echt kompliziert, weil besser wäre irgendwie Mausrad oder irgendwie eine andere Taste, weil ich arbeite die ganze Zeit mit WASD und dann muss ich immer rüberschwenken nach N und M. Da werde ich dann, ne, da muss ich dann die Objekte drehen und dann gehe ich wieder rüber mit meinen Fingern nach WASD und arbeite dann da mit den Kameraperspektiven. Das ist ein bisschen suboptimal. Da will ich aber noch eine Lösung finden. So. Ich habe eine LKW-Station gebaut. Das muss es doch reichen. Bei der Fabrik und... Achso, im Gewerbegebiet. Okay, alles klar. Bei der Fabrik... Hier ist die Fabrik, ne? Habe ich hier irgendwo was vorgeschrieben? Baue je eine LKW-Station in den markierten Gebieten. Bei der Fabrik und im Gewerbegebiet. Ach ne, das ist die Plantage, ne? Wo ist denn hier bitteschön... Da ist eine und... Aha. Aha. Oh. Es tut mir leid, liebe Bevölkerung. Ich weiß, ich bin neu hier auf dieser Insel und mache mich direkt mal unbeliebt und werde erstmal ein paar Häuser hier abreißen, damit wir hier eine LKW-Station bauen können. Es tut mir wirklich sehr leid. Ganz ehrlich. Es ist zu Ihrem Wohle. Soweit. Der beförderlichen Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Schicke die Karren mit Kaffee auf den Weg. Weil man hätte ja nicht hier bauen können oder da. Ne, das Baugrundstück wäre vielleicht zu teuer gewesen. Muss man natürlich hier hinsetzen, wo schon Einheimische, weiß ich nicht, seit 7. Generation gelebt haben. Da muss man natürlich dann hinbauen. Das ist ganz klar. Macht man sich erstmal unbeliebt. Es ist für ihr Wohl, ne? Damit die Stadt blüht und gedeiht. Wir wollen ja hier Umsatz schaffen. Mir fällt gerade keine andere Ausrede ein. Das tut mir leid. Und schön auch, hier die ganze Zeit so einen Biergarten gehabt, ne? Daneben war ja im Wohnhaus. Hier im Biergarten sitzt dann schön und kannst dann gucken, wie die Leute hier beladen. Vielleicht haben die das so geplant, ne? Dass die LKW-Fahrer dann rübergehen und da ein bisschen Käffchen trinken. Kann natürlich auch deswegen, dass wir da das platziert haben. Da musste halt das Wohnhaus weichen. So. Richte eine Linie zwischen den neuen Stationen und weise der Linie mindestens 4 passende Fahrzeuge hin. Okay, das kriege ich sogar auch hin. Linie und dann sage ich neue Linie und zwar von hier. Ja, nach hier. Das habe ich schon mal hinbekommen. Sehr gut, dann bearbeiten wir die mal und benennen die um. Und zwar LKW Kaffee. Ganz kreativ, ganz kreativ. So, und jetzt muss ich der Linie noch ein paar Wagen zuweisen. Mindestens 4. Wo kann ich nochmal LKW... Muss ich ein LKW-Depot kaufen? Baue ein Depot am Rande der Stadt und... Ah, hier, okay. Hier. Am Rande der Stadt, wohlgemerkt, ne? Keine Häuser abreißen, nein. Das darf natürlich am Rande der Stadt, am Rande der Verzweiflung darf das gebaut werden. LKW-Entladehaltestelle, ne... Straßenfahrzeugdepot, da haben wir doch. So, und das setzen wir dann hier, oder? Schön direkt dahinter. Damit die nicht sagen können, pass auf, damit die hier nicht sagen können, oh, guck mal, die da hinten, die haben eine schöne Aussicht. Wir haben jetzt so eine Scheißaussicht. Wir gucken die ganze Zeit auf die LKW-Entladestation, ne? Deswegen habe ich das Gleichberechtigung. Deswegen habe ich das einfach gemacht. So, jetzt müssen wir ein Fahrzeug kaufen. Gut. Wir müssen kaufen... was transportieren wir eigentlich hier? Nur mal so gefragt. Transportieren wir jetzt wieder die Kaffeebohnen oder transportieren wir jetzt irgendwas anderes? Oder vielleicht doch irgendwie was... Keine Ahnung. Also ich baue jetzt einfach mal Fahrzeug kaufen. So, was wollte ich denn jetzt kaufen? Person auf gar keinen Fall. Fällt schon mal weg. Person fällt auch weg. Dann haben wir hier ein europäisches Pferdefuhrwerk, was transportieren kann. Zucker war das, ne? Zucker, ja genau. Kaffeefrüchte und Kaffeebohnen. Hier haben wir dasselbe. Okay. Hm, was kosten die denn? 23, 32. Sind teurer. Aber können einen Platz mehr mitnehmen.
Da ist jetzt die Frage, welcher von den beiden? Die sind beide... Kann ich mir das jetzt aussuchen? Kann ich mir jetzt einfach aussuchen, welchen ich davon nehme, weil die haben die gleichen Werte, die Statistiken sind identisch und... ja gut, hier ist Cabrio, ne? Hier ist zu. Dann würde ich sagen, warum ist der denn gleich teuer? Weil hier ist ja eine Plane drüber. Normalerweise kostet die Plane richtig Kohle. Ja, dann nehmen wir den. Okay, wie viel sollten wir? 4. Dann kaufen wir auch 4. Kaufen, 4. Sehr gut. Jetzt sagen wir, Linie zu weisen, LKW Kaffee. Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Damit sie ein erklägliches Wachstum erfährt, müssen ihre Erzeugnisse eine kaufkräftige Klientel erreichen. Okay, also wir sollen Kaffeebohnen transportieren. Das habe ich jetzt schon mal rausgefunden. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir einfach nur warten, statt beliefern. Muss ich jetzt einfach warten, bis das beliefert wurde? Die Karawane zieht los, meine Damen und Herren. Oh, weh. Oh. Dein kompetenter Lokomotivführer Lukas scheint wie vom Erdboden verschluckt. Natürlich. Oder von was oder wem auch immer. Nun denn, Ersatz tut Not. Ob jemand der Eingeborenen dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist? Stimme ich zu. Stimme ich auf jeden Fall zu. Aber was für ein Klientel oder Klischee ist das denn, bitteschön? Lukas, der Lokomotivführer. Einige Ansässige zeigen Interesse daran, die überaus noble Profession des Lokomotivführers zu erlernen. Es bedarf einer Übungsstrecke zu Ausbildungszwecken. Derweil nähren Indizien horrible Gerüchte über die Ernährung der indigenen Sippen. Indigen Sippen? Ach so, ich dachte, es geht noch weiter. Sippen. Ja, okay, Ende. Sippen. Wir sollen eine Übungsstrecke bauen für die Ausbildung der Lokomotivführer im eingekreisten Bereich. Wo ist denn hier ein markierter Bereich, bitteschön? Wo findet man hier einen markierten Bereich? Das ist jetzt voll das Wimmelsuchbildspiel. Da. Ah, die sollen hier im Kreis fahren. Ja, macht doch Sinn. Macht doch Sinn. Okay, also wir sollen hier 2 kleine Bahnhöfe bauen. Das bekomme ich hin. 2 Passagierbahnhöfe, Kupferbahnhof, Güterbahnhof, Kupferbahnhof, Zugdepot. Was soll ich denn jetzt hier bauen? Gibt es hier einen Ausbildungsbahnhof? Kupferbahnhof? Modularer Bahnhof für Passagiere, modularer Kupferbahnhof für Personenzüge. Die werden ja für eigentlich werden die ja... Okay, den machen wir aber ein bisschen kleiner. Die werden ja ausgebildet für Gütertransport. Heißt, wir könnten da... Aber macht das Sinn? Bau nicht möglich, okay. Dann würde ich sagen, machen wir den anderen hier hin. Drehen. Drehen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier platzieren oder... Ey, hier ist eine gute Idee. Hier ist eine sensationelle Idee. Man kann auch nicht stufenlos. Man ist irgendwie an so einem Raster gebunden mit dem Drehen, ne? Okay, dann brauchen wir Gleise. Natürlich Hochgeschwindigkeits-, hochprofessionelle Gleise. Die verbinden wir jetzt. Okay, wie machen wir das denn jetzt am besten? Dass das schön aussieht. Einmal so und... Ja, passt doch. Geil. Sind die jetzt... Reicht das oder müssen wir einmal komplett rumfahren? Weil das kostet ja auch Kohle, ne? Möchte ich nur mal kurz anmerken. Ja, komm, dann lassen wir sie komplett im Kreis fahren. So. Sollen wir die jetzt echt durch den Berg schicken? Ja, mach mal, komm. Die müssen ja alles lernen, ne? Steigungen, Neigungen, Gefälle und natürlich Tunnelfahrten. Das müssen sie selbstverständlich auch lernen. Und deswegen müssen wir hier einen Tunnel errichten und investieren da auch gerne $223.515. Eieieiei. Okay. Und ein Zugdepot brauchen wir noch. Natürlich, ein Zugdepot. Und wir müssen das doch hier irgendwie mit der Straße verbinden, oder? Gebäude. Zugdepot. Okay, das setzen wir
Ja, am besten so hin, ne? Ist ja jetzt die Frage, wie rum die fahren. Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Damit potenzielle Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden. Derweil erreicht dich die schwer verdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Oh nee. Das ist fatal. Das ist... Wow. Ziehen wir das mal so entlang? Ja. Wird Aktion im Moment nicht erlaubt. Was? Aber das muss doch miteinander verbunden werden. Die müssen doch hier irgendwie... Ach. Okay, wir machen jetzt eine Linie. Linie von hier... Na, achso, Entschuldigung. Neue Linie. So. Von... Hier nach hier. Und von hier nach hier. Hä? Du sollst da andersrum fahren. Hallo? Du sollst hier rumfahren. Fahr hier rum. Fahr doch einfach hier rum. Ach, Mensch. Okay. Wenn ich jetzt sag so? Auch nicht. Der will irgendwie nicht im Kreis fahren. Na, okay. Ich beuge mich dem System. wie nennen wir das denn? Schulungsstrecke. Ja, komm, Schulungsstrecke. So. Schulungsstrecke, da müssen wir für kaufen. Kaufe eine Lokomotive. Mit oder ohne Waggons? Weil die sollen ja eigentlich richtig professionell ausgebildet werden, ne? Also nicht jetzt hier nur Leerfahrten, sondern die sollen auch lernen. Aber auch nicht so teuer. 243.000. Ja, komm, kauf mal. Kaufen, ja. So, dann sagen wir hier Fahrzeugmanager, Linie hinzufügen, Schulungsstrecke. Ist das jetzt hinzugefügt worden? Schulungsstrecke? Woran sehe ich denn jetzt, welcher Zug hier dran ist? Kann man das sehen? Kann man sehen, welcher Zug hier gerade aktuell? Linienmanager? Nur hier wahrscheinlich, ne? Ja gut, hier drüber kannst du das sehen. Zug, Café, okay. Reimt sich sogar. Zug, Café, okay. So, du fährst jetzt hier schön deine Runden. Du wirst hier ausgebildet. Also gib dein Bestes. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Auch wenn du eigentlich auch noch andersrum fahren solltest, aber da kann ich leider nichts gegen machen. Ne, das ist halt das System. Da kann ich nicht für. So, wir lassen den mal ein bisschen schneller fahren. Weil ich finde, ne, die sollen auch mal lernen, unter Zeitdruck hier zu arbeiten. So, auf geht's. Dank deiner zuverlässigen Lieferungen funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine überaus gefragte Ware. Okay. Ein Zug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche vonnöten. Eine was? Pass auf, wir haben ja jetzt gerade erstmal hier, ne, schön. So, ich warte jetzt ganz kurz, dass das hier erfüllt ist, weil dann redet der nämlich wieder. Weil sonst labern die sich wieder ineinander rein. So. Frohe Kunde. Der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt. Na, solcherlei Verfehlungen kannst du natürlich nicht dulden und musst den guten Mann leider entlassen. Was? Aber wieso muss ich den denn entlassen? Toll, aber wir haben die Bonusaufgabe erfüllt. Das ist schon mal sehr gut. Bonusaufgaben. Okay. Das war's, ne? Okay, das heißt, wir können jetzt hier verbinde das erste und zweite markierte Gleisende, um eine Ausweiche zu bauen. Okay. Die größte Herausforderung ist hier immer, den markierten Bereich zu finden. Markiertes Gleisende. Yes. Könnte mir man ja mal sagen, wo das markierte hier ist? Verbinde das erste und zweite markierte Gleisende. Hä? Okay, das ist ein Gleisende.
Ist aber nicht markiert. Nächste, ach da. Ja, gut, das konnte man auch ganz leicht übersehen. Oh, hier liegen ein paar Steine rum. Verbinde das erste und zweite um eine Ausweich. Ach so, dafür ist die Weiche. Okay, dann bauen wir jetzt mal ganz kurz eine... Oh. Boah, das ist ja richtig schwer. Also das ist... Die Züge sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Setze Signale in der blauen und grünen Zone. Die Linie passt sich automatisch an die gesetzten Signale an. Öffne den Linienmanager, um zu sehen, wie sich Signale auf die Linie auswirken. Okay. Signale. Einbahnverkehr. Ja. Aber... Okay. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Aber müsste man die Ampel nicht hier vorsetzen? Macht das dann nicht eigentlich mehr Sinn? Oder sehe ich das jetzt falsch? Oder habe ich jetzt hier Einbahnverkehr? Muss ich da auf Nein klicken? Okay, was ist da jetzt passiert? Nichts. Okay. Und da hinten? Nein. Vielleicht habe ich zu früh da drauf geklickt. Okay, Linienverkehr. Warte mal, ich wollte mal ganz kurz hier gucken. Aha. So, die fahren hier, dann treffen die sich hier. Okay, und wenn ich jetzt sage, warte mal, das muss ich mal ganz kurz testen. Einbahnverkehr. Und hier Einbahnverkehr. Oder, ja, ist doch Einbahnverkehr, ne? Also ist, hier ist kein Einbahnverkehr, aber hier ist Einbahnverkehr. Aber warum denn eine Ampel hier vor? Normalerweise sollte doch eine Ampel hier sein, oder? Ah, ne, der muss ja hier reinfahren. Stimmt. Stimmt. Der fährt ja hier rein und dann muss der hier warten. Genau. Es ist aber kein Einbahnverkehr. Nein. Das ist richtig. Der muss ja hier warten. Stimmt ja. Die kommen ja von hier. Ich hatte falsch rum gedacht, ne? Die kommen ja von hier, bleiben hier stehen und warten dann auf den anderen Zug. Genauso hier ist das ja auch. Der fährt ja hier hin. Und muss dann, bleibt dann hier stehen im sicheren Bereich und der fährt dann hier außen rum. Ich hatte einen Gedankenfehler, dass das andersrum läuft, bevor ich den Linienmanager geöffnet hatte. Okay, was soll ich machen? Erwerbe einen zweiten Zug mit 4 Waggons, die Kaffeefrüchte transportieren können und weise in der Linie zu. Okay, alles klar, das kriege ich hin. Dann sage ich hier, da ist das Depot. Dann kaufen wir erstmal, was hatten wir denn da letztes Mal gekauft? Zug Kaffee. Welcher Zug ist das denn? Welcher Zug ist das denn? Kann man das irgendwo sehen? Fahrzeuge verwalten. Ne, kann man nicht. Okay. Ich glaube, das ist aber die kleine Dampflok, die wir damals gekauft haben. Fahrzeuge kaufen, hinzufügen und 4 Waggons. Dann nehmen wir den hier, ne? 1, 2, 3, 4. So. Und dann sagen wir, hinzufügen der Linie zu Kaffee. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Ich kenne JavaScript. Ne, Java sind ja Inseln auf Hawaii. Ist auf jeden Fall eine Inselgruppe und ich hatte früher immer echt gedacht, bevor ich das wusste, dass das einfach nur eine Programmiersprache ist. Okay. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge.
Dann werden wir einen Passagierbahnhof bauen und das mit den beiden Städten verbinden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.